I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. You didn't know I was watching. I didn't mean to sneak around. Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's allen gut. Willkommen zu einem neuen Video aus meiner Herbstreihe Kind of Autumn. Der Herbst ist ja meine absolute Lieblingsjahreszeit, deswegen habe ich schon schöne Videos dazu gemacht, wie zum Beispiel meine Herbstmorgenroutine oder Do-It-Yourselfs in Roségold und Kupfer. Falls ihr die Videos noch nicht entdeckt habt, die sind nochmal unten in der Infobox verlinkt. Und auch dieses Video ist komplett dem Herbst gewidmet. Und ja, ich hoffe, ich kann euch damit in schöne, gemütliche Stimmung bringen. Und außerdem könnt ihr bei der lieben Diana vorbeischauen. Wir haben uns nämlich abgesprochen und bei ihr wird es heute auch sehr herbstlich. Aber es gibt Rezepte und reinschauen lohnt sich. Ich weiß schon, was sie macht und ich sage euch, das klingt richtig, richtig gut. Sie macht zum Beispiel was mit Kürbis. Und ich liebe Kürbisrezepte. Und ja, ihr könnt da drauf klicken oder wenn ihr vom Handy aus schaut, in der Infobox ist auch der Link für euch. Und ansonsten hoffe ich, das Video wird euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbringe zurzeit sehr viel Zeit im Bett und chille da, einfach weil es draußen so ungemütlich und kalt und dunkel ist. Und ja, das Bett sah aber noch so ein bisschen sommerlich und nicht so einladend aus, deswegen habe ich es ein bisschen in Herbststimmung gebracht. Und jetzt ist absolut die Zeit, um eure ganzen Dekokissen rauszuholen. Ich habe ein paar von H&M Home und anderen Läden. Es ist vieles in dem Video vielleicht nicht mehr aktuell, weil ich das vom letzten Jahr rausgeholt habe. Also verlinke ich euch unten einfach Alternativen dazu in der Infobox. Und diese super kuschelige Decke, die darf bei mir im Herbst-Winter nicht fehlen. Ich lebe in dieser Decke. Dann habe ich noch eine Lichterkette angebracht im Bett, einfach mit ein paar Tesastreifen und ich finde, es bringt das Ganze schon in richtig schöne, gemütliche, herbstliche Stimmung. Auch wenn meine Farben nicht so herbstlich sind wahrscheinlich, aber die passen bei uns einfach so ins Schlafzimmer und mir gefällt es so. Ihr könnt natürlich auch herbstlichere Farben nehmen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr euren PC auch gleich mal ein bisschen herbstlicher gestalten, indem ihr einen schönen Hintergrund dafür aussucht. Ich habe jetzt Fall Wallpaper Tumblr gesucht und da habe ich sehr, sehr schöne Sachen gefunden und habe mich für dieses Bild entschieden. Und da ich sowieso sehr viel am Rechner im Moment bin, macht mir dieses Bild einfach ziemlich Freude. Und um es uns gemütlich zu machen, darf natürlich unser Lieblingstee nicht fehlen. Ich trinke zurzeit sehr gerne diesen türkischen Apfeltee von Teekanne. Und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was euer Lieblingstee im Moment ist. Ich hätte gerne neue Inspirationen. Und natürlich kann man den nur aus der Lieblingstasse trinken. Die hier hat mir Olli mal geschenkt und ich finde die sehr, sehr süß. Und das Coole ist, dass die auch noch so groß ist. Also passt sehr viel Tee rein. Und ich trage sehr gerne jetzt wieder Overknee-Strümpfe und so kuschelige Pullis. Und wenn ich das jetzt draußen tragen würde, natürlich mit Strumpfhose. Aber so für zu Hause trage ich sehr, sehr gerne einfach so riesige Pullis und Overknees. Das ist so gemütlich. Und trinke meinen Tee aus meiner Lieblingstasse. Ja, Kerzen. Ganz klar. Ich meine, wo kommen eigentlich immer diese ganzen Kerzen bei mir her? Ich weiß es nicht. Aber ich habe so ziemlich in jeder Ecke der Wohnung jetzt eine Kerze stehen. Die andere Deko kennt ihr bestimmt aus meinen letzten Do-It-Yourselfs noch. Und dann habe ich noch sehr, sehr einfache Do-It-Yourself-Ideen für euch, wie ihr euer Zimmer noch herbstlicher gestalten könnt und die dauern also maximal 2 Minuten. Zum Beispiel könnt ihr eure Kerzen schön in Szene setzen. Ich habe jetzt hier eine Duftkerze von Ikea, die riecht nach Apfel und Zimt, also sehr, sehr passend. Und die habe ich in so eine Schale gelegt, auch die ist von Ikea und habe so ein paar Herbstdeko-Elemente noch reingelegt. Die kriegt ihr überall günstig, jetzt zum Beispiel bei Nanunana oder im 1-Euro-Laden und das war's. Und fürs nächste Do-It-Yourself sucht ihr euch online einfach ein schönes Bild raus. Ich habe mich hier für dieses entschieden. Autumn is here inside my heart und dieser süße Fuchs. Und das habe ich über Pinterest gefunden, da hatte ich Oktober eingegeben. Und einfach nur noch einen Bilderrahmen. Und ich fand eben so dieses Gold-Used-Look-Ding einfach richtig passend. Und das schneidet ihr nur noch aus und legt es in den Rahmen und schon ist das Ganze fertig. Und ich finde gerade die zwei sehen zusammen sehr schön aus. Und kommen wir zu ein paar Must-Haves. Der Fuchs hat ihn schon in der Hand. Schirme dürfen natürlich nicht fehlen. Was mich darüber hinweg tröstet, wenn es draußen regnet, sind solche hübschen kleinen Schirme. Vor allem in diesem Mini-Format finde ich das genial. Also wenn ihr einen neuen Schirm braucht, dann holt euch solche kleinen. Die passen einfach in jede Handtasche. Und mein Lieblingsparfüm jetzt für Herbst und Winter ist Dolce & Gabbana The One. Wie ihr seht, ich bin auch schon bei den letzten Tropfen. Ich habe das schon seit Jahren und ich liebe das. Das ist für mich der perfekte Herbstduft. Nicht too much, also auch für tagsüber einfach genial. Und er hält auch noch sehr, sehr gut. Und schon habt ihr alles, um es euch gemütlich zu machen und seid perfekt vorbereitet auf den Herbst. Sag mal, lebt ihr auch so am Limit und stellt eure Tassen und alles immer noch so direkt ins Bett? Irgendwie geht da auch nie was schief bei mir, aber ich mache das immer so. Und dann, ja, tue ich online shoppen, YouTube-Videos schauen, mit Freundinnen telefonieren oder ich schaue Serien auf Netflix am liebsten und ja.
Bevor ihr jetzt abdüst, wäre es ganz toll, wenn ihr mir noch Feedback zu dem Video gebt, damit ich auch weiß, ob ich sowas öfters in Zukunft für euch machen soll. Und ganz wichtig, ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Abonnent meines Kanals seid, dann verpasst ihr keine meiner Videos mehr. Und die sind dann immer schön bei euch auf der Startseite. Und dann guckt bei der lieben Diana vorbei und ihren Herbstrezepten. Das seht ihr hier nochmal verlinkt. Und wie gesagt, weitere Videos von mir aus meiner Herbstreihe sind auch noch in der Infobox. Also ja, dann könnt ihr da mal reinschauen. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und bis bald. Tschüss.